Moin, schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Vielleicht warst du gestern schon dabei und hast diese Einsetzung des Passafestes mit uns gemeinsam gelesen. Das ist gleichzeitig ein Wendepunkt, ein Neuanfang in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist. Denn die Basis dieser Beziehung verändert sich grundlegend. Die Basis der Beziehung ist von dieser zehnten Plage an Erlösung bzw. Verschonung. Und wenn wir weiterlesen im Alten Testament, dann werden wir oft lesen, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und dieser ganze Prozess, die ganzen Geschichten, die wir jetzt gerade schon gelesen haben, die sind zutiefst in der Vorstellung von Gott verankert, die die Israeliten haben und überliefern von Generation zu Generation. Ich möchte heute mit euch nochmal in den Text von gestern reinspringen, aber ein paar Verse besonders rausheben, die ich ganz spannend fand und die eines ganz deutlich machen. In dieser Geschichte geht es nicht um die Erlösten. Es geht nicht um das Volk Israel. In dieser Geschichte geht es um den Erlöser. In dieser Geschichte geht es um Gott. Und dafür möchte ich die ersten vier und die letzten drei Verse mit euch noch einmal lesen. Da steht, der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie in Ägypten waren, der jetzige Monat soll für euch der erste Monat sein. Mit diesem Monat soll bei euch das Jahr beginnen. Sagt der ganzen Gemeinde Israels, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm nehmen, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn eine Familie für ein Lamm zu klein ist, soll sie sich mit dem anderen zusammentun. Sie soll es mit dem Nachbarn teilen, der an dem eigenen Haus am nächsten wohnt. Es sollen so viele Leute sein, dass das Lamm ganz aufgegessen werden kann. Ich stopp erstmal hier. Was ich ganz spannend finde, hier wird das erste Mal von der Gemeinde Israels gesprochen. Die ganze Gemeinde wird angesprochen. Und dann sollen sie aber dieses besondere Fest, dieses Passafest, dieses Passalam nicht als Gemeinde zu sich nehmen. Alle in der Gemeinde gleichzeitig, ja, aber, und das finde ich total interessant, eingenommen wird dieses Mahl, gefeiert wird dieses Fest dann zu Hause in der Familie. Die Welt sieht nicht, was passiert, wenn wir uns in unseren Gemeinden zusammentun. Gerade ändert sich das ein bisschen, vielleicht weil wir viele Gottesdienste online streamen und andere Online-Angebote haben. Aber du, der das Individuum, das, wie du bist, wie du lebst, das bleibt für die Welt verborgen in den Momenten, wo du in die Gemeinde kommst. Aber die Welt sieht, was in unseren Familien geschieht. Die Welt sieht, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Die Welt sieht, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Die Welt sieht, wie wir als Familie in unserem Alltag umgehen, mit anderen Eltern im Kindergarten, mit anderen Eltern an der Schule, mit Freunden, Verwandten und so weiter und so fort. Es gibt eine ganz berühmte und eine ganz wichtige Stelle im Römerbrief, in der Paulus schreibt im 12. Kapitel, stellt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung und bringt euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer dar, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Es geht nicht um das, was du hier sonntags in der Gemeinde sagst. Es geht nicht mal im tiefsten darum, dass du sonntags hierher kommst, obwohl es sehr schön ist, wenn du kommst und du hoffentlich immer was mitnimmst und ermutigt nach Hause gehst. Mit Jesus zu leben bedeutet nicht einmal die Woche in die Kirche zu gehen. Mit Jesus zu leben bedeutet eine Beziehung zu leben, die deinen Alltag durchdringt, die dein Leben neu macht, die dein Herz erneuert, die dein Verhalten erneuern wird, wenn du dich auf diesen Weg einlässt, die sichtbar wird in deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Familie. Dein ganzes Leben, das ist der wahre Gottesdienst.
nicht sonntags morgens. Nicht um uns zu profilieren, sondern um Jesus Ehre zu machen. Es geht um den Erlöser, nicht um die Erlösten. Das finde ich spannend hier in dem nächsten Vers. Wenn das Lamm zu groß ist, dann soll sich die Familie kein anderes Tier suchen, sondern nein, dann soll sie sich zusammentun mit einer anderen Familie. Die Familien richten sich nach dem Lamm. Wir sollten uns nach Jesus richten und nicht umgekehrt. Er ist derjenige, der den Weg vorgibt. Und ich möchte mit euch nochmal auf die letzten drei Verse schauen. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten schreiten. Alle Erstgeborenen im Land werde ich erschlagen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens werde ich Gericht halten. Ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr seid, soll euer Schutzzeichen sein. Wo ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Wenn ich das Land Ägypten schlage, soll keine Plage euch treffen und Verderben bringen. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag halten. Feiert ihn als Fest für den Herrn, als Brauch für immer von Generation zu Generation. Spannend ist hier noch einmal, das ist auch in der Ankündigung letztlich schon deutlich geworden, Gott selber richtet in dieser Plage. Anders als in den Plagen 1 bis 9, in denen oft Mose oder Aaron dann letztlich die Zeichen tun, die Gott ihm aufgetragen hat, wird diesmal Gott persönlich kommen und Widerstand ist absolut nutzlos und zwecklos. Und er wird die Israeliten verschonen. Sie tun nichts dazu. Er ist derjenige, der Gericht hält. Er ist derjenige, der verschont. Und dieses Passafest, das bis heute gefeiert wird, das Jesus ja auch gefeiert hat, am dem Wochenende, an dem er dann gekreuzigt wurde. Dieses Passafest ist ein Fest für Gott in Erinnerung an das, was er getan hat. Wir denken an ihn, wir feiern ihn und nicht, was es für uns bedeutet, sondern wir feiern den Erlöser und nicht die Erlösten. Jesus, wir danken dir für das Erlösungswerk, das du getan hast für uns. Jesus, und wir danken dir für die Auswirkungen in unserem Leben. Jesus, und wir bitten dich, dass wir auf dieser Basis, auf dieser Beziehung wirklich mit dankbarem Herzen dir dienen können, dass wir unser Leben geben können als den wahren Gottesdienst. Jesus, es geht nicht um uns in dieser ganzen Geschichte, es geht um dich. Wir wollen dir mit unserem Leben Ehre machen. Wir wollen uns nach dir richten und nicht umgekehrt. Dir sei alle Ehre. Bitte hilf uns in unserem Alltag, diesen Fokus zu haben, Segen zu sein, in unseren Familien Segen zu sein für andere, indem wir auf dich schauen und dir nacheifern. Danke, dass du Gott bist. Amen.